And welcome back, folks. Welcome back to Let's Play Broken Sword, The Shadow of the Templars. Last time we went to Spain, to the mansion of the Vasconcellos, and wanted to enter that mansion. And we will do that, in fact. The only problem is that... We actually solved that puzzle already. Okay. So now we need to distract this man. Yeah, I know the solution of the puzzle, unfortunately. Depending on ich verstecke mich hinter der Rüstung und warte ab, was sich ergibt. Yeah. Hey, sieh da! Uh-oh. Ich weiß, dass Sie da sind, Amerikaner. No, you don't. Otherwise, you would not have said that. In Ordnung, ihr Hunde. Ich komme. Okay. So, now that we've distracted him and hidden behind that armor, we can now go up the stairs to talk to the old countess. Madre Dios, wer sind Sie? Ich heiße George Stobbart. Es tut mir leid, dass ich hier so reinplatze. Verlassen Sie sofort mein Haus. Sie sind hier unerwünscht. Bitte, hören Sie mir nur eine Minute zu. In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stobbart. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Good point. Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirevier. In Ordnung. Bitte nehmen Sie Platz. Okay. I could show her all the random stuff in my inventory, or I could just ask her the obvious question, which I'm going to do, in fact. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senor Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcellos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Okay, was immer passiert ist, es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter? Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senor Stoppard. Tell me about the chess set. The chess pieces. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher.
Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Herrin, ich muss euch warnen, da ist ein... Sie! Ich werde sie an die Hunde verfüttern! Lopez, was habe ich Ihnen gesagt wegen dem Verfüttern von Eindringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwenden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. I'm not quite sure whether she's even bluffing at this point. Lopez, schließen Sie die Türe auf, por favor. That's the building that we saw from a distance. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit. Hey, Senor. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Wow, das ist alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestatt für die Templer der De Vasconcellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich. Okay, before we look around, let's see whether we can go back. Outside. Ich schaue mich draußen mal ein wenig um, okay? In Ordnung, Senor Stoppard. Yes, we can. Ich bleibe hier. Because I wanted to look around the outside, because we haven't done that yet. Das Mausoleum der De Vasconcellos, wo 5 Tempelritter liegen. Ich will keinen Ärger mit dem Gebäude. Es sieht finster aus. For instance, this statue on the top of the building should be familiar to you. If you've paid attention, because this is the statue. Die Statue auf dem Dach sieht aus wie die in der Pariser Kirche. Yep. Er scheint aufs Meer hinaus Ausschau zu halten, aber wonach? The guy who had the scroll in his hand. Ich werde doch nicht auf Dächern rumkraxeln, wenn es nicht sein muss. Okay. I think that was it. I just wanted to show you the statue. So that's clearly connected to the, the knight in the manuscript. And the knight in the Church of Montfaucon. Okay, das Mausoleum enthält 5 Gruften für 5 der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. Yes. These are just some graves that... Ich werde doch hier nicht anfangen, Sarkophagdeckel hochzustemmen, während die Gräfin daneben steht. We will not be messing around with, of course. There's a candle. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. This is going to be important later. Right now we can't do anything. Yeah. Ich komme da oben nicht dran. Let's have a look at this. Vor dem Schrein sehe ich ein Stehpult mit einer Bibel drauf. Let's take a look at it. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Aha. Let's take a closer look. In der Arbeitsfläche des Stehpultes ist ein Muster aus Glaswürfeln eingelegt. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Einige der Vierecke haben ausgefranste Löcher in der Mitte. Mhm.
Holes for chess figures. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Sie ist zu zerbrechlich, um sie zu bewegen. Es ist ein Stab mit einem Konus und einem Haken an einem Ende. Ich vermute, er ist zum Löschen der Kerzen auf dem Kronleuchter gedacht. Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Hoch oben in der Kuppel sehe ich Fenster. Ich vermute, die lassen sich öffnen, damit es hier nicht so leicht stickig wird. Ich könnte da nie hochklettern, ohne irgendwas kaputt zu machen. In der Arbeitsfläche des Stehens. Yeah, I think that's it. I think we've investigated everything in here. Let's talk to the old lady. The Countess. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte, fragen Sie. What do you think of my... canal opening device? Wissen Sie, was das hier ist? Nein, aber es sieht sehr praktisch aus. Sagt Ihnen diese rote Nase etwas? Oh, Schreck. El Flojo. Das ist der Fernsehclown, ja? Ein Clown in jeder Hinsicht, die zählt. Nur, dass er nicht lustig ist. We can't show her that. Or that? Kennen Sie dieses Streichholzbriefchen? Club Alamut. Kein Etablissement, in dem ich verkehre, junger Mann. Erkennen Sie diesen Mann? Nein, den habe ich noch nie im Leben gesehen. Wer ist das? Ich kenne eine ganze Reihe seiner Namen, aber wahrscheinlich sind sie alle falsch. Er ist ein Mörder. Nein, sein Gesicht kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Okay, let's ask her about the... And I totally forgot to set a timer. Now that I remember, okay. Let's ask about the Templars. Sie kennen aber ihre Geschichte gut. Was halten Sie von den Tempelrittern, Senior Stobart? Die Templer? Sie scheinen nicht schlimmer gewesen zu sein als eine Menge anderer Ritterorden. Sie irren sich. Verglichen mit den intriganten Politikern der Hospitaller und den barbarischen Teutonen waren die Tempelritter die Verkörperung der Ritterlichkeit. Dieser widerliche französische Geldraffer von König und sein männchenmachender Papst haben ein großes Unrecht begangen. Aufgrund einer Laune dieses selbstsüchtigen Tyrannen ruht auf meiner Familie ein Fluch. Das ist doch alles so lange her. Es gibt Sachen, die sterben nie. Ungerechtigkeit gehört auch dazu. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die 5 Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. 5 Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur 5. 6. Wo ist der 6. Ritter? Wir wissen es nicht. Einer Ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann ja wohl nicht wichtig für Sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der de Vasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erstmal. I'm pretty sure the 6th night was the one that we've seen in Paris. In Montfaucon. Ist aber eine riesige Kerze. Wo kriegt man denn sowas zu kaufen? Gar nicht. Das ist ein antikes Stück. Einzigartig, soweit ich weiß. Wie alt ist sie denn? Aus dem Mittelalter. Als die Mauren noch Spanien kontrollierten. Die Kerze sollte angezündet werden als Warnung für die Arbeiter auf dem Gut, wenn die Mauren angegriffen hätten. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit 5 Rittern zu teilen? Sie beweisen nur ihre Ignoranz, Senior Stoppard. Der Templerorden war der Jungfrau Maria gewidmet. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. No, it isn't. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. It's definitely something puzzle-related. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Yep. Nein, das ist lächerlich. It's not. Welche Bedeutung könnten sie schon haben?
It's a puzzle. Ein Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senior Stoppard, Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? It's a puzzle, come on. Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Bingo. Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Yep. Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was, Senior Stoppard? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Ach, zum Teufel mit dem Spiel. Los jetzt, schnell. Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel, das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oh, daran glaube ich keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. Hm. That's nice. Now perhaps, now you would like to tell me the story of the sixth night. Während wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Sie. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen, warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab, seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und ritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ah, Lopez, haben Sie die Figuren? Sie, Signora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Signor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Signor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber Sie nicht. Nein, Signor. Es passt, Senior Stoppard. Es passt! Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. And when we'll come back, folks, we will solve this puzzle. So until next time, folks, until then.